Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir von einem Rare erhalten können. Und zwar schimpft sich das Mount Hoffnungsvernichter Gargon. Und wer hätte es gedacht, es droppt von dem Mob Hoffnungsvernichter. Im Englischen heißt der Hope Crusher. Das wird noch interessant, wenn wir uns denn für das Ding hier Gruppen suchen wollen. Der hat eine 500.000 Life und haut auch relativ gut rein. Wenn ihr den mit Twinks farmt, macht es tatsächlich Sinn, dass ihr vielleicht in die eine oder andere Gruppe mit reingeht. Wo befinden wir uns? Und zwar sind wir einmal hier in Ravendrest und hier sind wir auf den Koordinaten 51, 52. Der Mob ist nicht immer da. Am Boden liegt so ein kleines Fledermaus-Gedöns, was man anklicken kann und dann springt er runter und man kann ihn quasi umhauen. Manchmal muss man auch ein bisschen warten, bis er respawnt, oder man macht es so wie ich. Ich joine immer in Gruppen rein und zwar hier einmal Hope eingeben für Hope Crusher. Okay, jetzt ist gerade keine drin, aber im Normalfall findet man da doch relativ regelmäßig eine Gruppe für. Wenn ihr es dann bekommen habt, wie gesagt 1%, könnt ihr es lernen. Übrigens, kleine Randinformation, ihr solltet Ventier sein, wenn ihr das farmt, denn anscheinend können nur Ventier-Char das Mount hier looten. Heißt, wenn ihr mit eurem Main nicht bei den Ventier seid, müsst ihr euch halt mit einem Twink hierher begeben. So habe ich das auch gemacht. Dementsprechend habe ich das mit meinem Ventier-Monk hier gefarmt. Ich habe jetzt um die 60 Tries gebraucht, also hat doch schon ein bisschen gedauert und looten könnt ihr es quasi einmal am Tag, wie bei allen anderen Rares. Ich würde sagen, wir gucken es uns einmal an. Hoffnungsvernichter Gargon. Wieder ein schickes Mount mehr. Jetzt gucken wir mal. Hoffnungsvernichter Gargon. Und das ist eins von diesen Gargon-Mounts, die man ja von den Ventier schon kennt. Ja, sieht soweit ganz schick aus. Hier jetzt ein bisschen im dunklen Grau gehalten. Auch der Sattel, ein bisschen helleres Grau. Grau in Grau quasi das Mount. Dann machen wir mal das Mount-Special. Schnüffelt so ein bisschen am Boden, gräbt und holt dann quasi den Knochen raus. Auch aus dem Betonboden hier kann er den Knochen quasi ziehen. Gut, das ist soweit das Mount-Special. Kennen wir ja schon von den anderen Gargon-Mounts, die man unter anderem für die Pack-Kampagne bekommt, beziehungsweise für die Ruhmstufen. Gut, das sind soweit die Sachen, die ich euch hier zeigen kann. Wie gesagt, nochmal um es zusammenzufassen, ihr braucht einen Ventier-Char. Das Mount könnt ihr nur lernen, wenn ihr Level 60 seid. Die Drop-Chance ist um 1% rum. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Ich hoffe, dass der ein oder andere mehr Glück hat und schneller bekommt von euch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.